Mein Name ist Ruthmann Beat. Ich bin Brief- und Paketzusteller auf dem Stoss. Und das ist mein herrlicher Tuk-Tuk. Und mit diesem Gefährt rollt Beat seit 15 Jahren regelmäßig über die Skipiste, um die Post auszustellen. Egal bei welchem Wetter. Denn auch ganz zoberst im schweizerischen Skigebiet Stoss stehen Briefkästen, die Beat erreichen muss. Los geht's aber zuerst im Tal. Am 6 Uhr Morgen fährt Beat Trautmann in der Postzentrale in Brunnen mit seinem Dienst an. Er sortiert die Post. Ich habe jetzt gerade das Foto hier gesehen vom Tuk-Tuk. Bist du stolz auf das, dass hier dann auch ein Foto hängt? Ja, ja. Da muss man stolz sein. So ein Gefährt hat nicht jeder. Bevor es ins Tuk-Tuk geht, muss der Beat das Paket aber zuerst ins Auto laden, bevor er dann mit der Seilbahn ins Skigebiet kommt. Ich werde diese Päckchen noch heute mindestens 6 Mal in der Hand haben, weil ich es einladen, ausladen. Teilst du dir das Bähnchen jetzt mit den Skifahrern? Genau. Es hat nicht mehr so viel, hat auch schon mehr gehabt, aber jawohl, wir teilen. Du darfst auch mitkommen, gell? Martha. Wir laden jetzt hier die Päckchen für einen Stoss einladen. Nur für einen Stoss und dann gehen wir noch mit dem Bähnchen rauf. Das ist immer Erholungsphase nach dem Päckchen einladen. Es ist ein schöner Arbeitsweg. Jetzt gehen wir extra für die paar Leute, die dort oben wohnen, mit der Seilbahn rauf und dann nachher mit dem Quad rauf. Wäre es nicht einfacher, wenn die Leute Postfach unten in der Ortschaft hätten? Die Leute leben ja hier oben und die kommen ja eher weniger durch ab. Und das ist Postservice Public, dass wir ihnen aber eine gewisse Anzahl Leute das zur Verfügung stellen, dass wir liefern. So viel Post. Jawohl! So geladen ist, jetzt gehen wir mit unserem Tuk-Tuk über den Schnee die Post zustellen. Im 150-Seelendorf bekommt jeder seine Post zugestellt, egal wie schwer der Weg zum Haus ist. Ja, jetzt fahren wir gerade über die Skipiste. Es ist ein Traum. Ja, das Bild ist wirklich genial. Das ist halt ein bisschen gefährlich. Man muss zwischendurch auf die Skifahrer schauen. Also hier auf dem Stoss oben genieße ich natürlich den sehr persönlichen Kontakt. Also das heisst, wir treffen sehr viele Kunden persönlich an. Und das ist natürlich sehr schön an unserem Job. Das haben nicht alle Briefträger so. Also, schönen Tag, gell? Tschüss und toi toi toi. Danke, danke. Tschüss. Sie hat eben heute Autoprüfung gehabt. Oh. Und ich habe mit ihr alle ein bisschen geübt. Und ja, yeah, das war heute hatte Beat Glück mit dem Wetter. Der 56-Jährige muss aber auch bei Schnee und Sturm raus. Nicht alle Pöstler wollen darum diesen Dienst übernehmen. Solange er kann, kommt für Beat aber kein anderer Job in Frage. Im Büro eher nicht. Ich sage es so, wenn es Gründe dazu gibt, also das heisst gesundheitlich oder anderes, warum auch nicht. Aber ich genieße natürlich in der jetzigen Situation den Job natürlich dementsprechend mehr.